Trotzdem haben sie gewusst, dass der Heli noch in der Nähe sein muss. Sein Motor hat nämlich einen Heidenlärm gemacht. Der Maurus hat die rote Windjacke vom Onkel Tim genommen und Marlene ihren fast so zündroten Schirm. So sind sie aufs Felsdach der Hütte geklettert. Sie haben die Windjacke und den aufgespannten Schirm hin und her geschwenkt, wie verrückt. Und dazu haben sie aus Liebeskräften geschrien. Hallo! Hilfe! Das ist mir! Hallo! Das ist mir! Hilfe! Plötzlich ist der Helikopter aus einer Wolke rausgeschossen. Ein Moment lang war er fast direkt über ihnen, aber dann ist er schon wieder verschwunden. Meinst du, er hat uns gesehen? Nein, ich glaube nicht. Die Lumpenwolken haben ihn gerade wieder verschluckt. Weißt du, wie schade. Aber er hat sie gleich gesehen. Wahrscheinlich musste er nur eine Schleife fliegen, um den Anflug richtig zu verwischen. Nur eine Minute oder zwei später war er wieder da. Wie eine riesengroße, feuerzünderrote Libelle ist er aus den Nebelschwaden auftaucht und direkt vor der Hütte auf dem Schnee gelandet. Jetzt hätten sie hören sollen, wie die Kinder gejubelt haben. Ganz schnell haben sie eine Ordnung gemacht in der Hütte. Dann hat einer nach dem anderen dürfen einsteigen. Der Pilot hat zum Maurus gesagt: Du bist der Maurus Caminada, gell? Caminada, ja genau. Ja, ja, deine Eltern haben uns avisiert. Haben sie uns denn sofort gefunden? Die Eltern von Maurus haben ziemlich genau sagen, wo er höchstwahrscheinlich sein könnte. Aber eine Zeit lang habe ich natürlich absolut nichts gesehen in dem Nebel. Sie? Sind Sie nicht der, der vor ein paar Tagen in Zürich auf dem Flughafen war? Wohl, am letzten Donnerstag habe ich den ganzen Tag rumgeflogen. Wieso hast du das gerade gewusst? Hast du nicht gesehen, dass er genau der gleiche rote Helikopter ist? Sogar die gleiche Nummer hat er. Oha, du hast meine gute Augen. Muss man haben, gell, Maurus, wenn man den ganzen Sommer Geisen hütet. Sind ihr denn schon mal in einem Heli geflogen? Eben nicht. Und am letzten Donnerstag wären wir so gerne. Gell, Madeleine? Jetzt kommen wir ja gleich noch dazu. Ja, wer hätte das gedacht? Es gibt schon eine Mordskugel-Zufälle. Ja, Entschuldigung, es tut mir Mordskugel leid. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was für eine Freude der Maurus und Madeleine hatten. Jetzt haben sie doch noch Helikopter fliegen. Unter ihnen war ein einziges riesengroßes Nebelmeer. Nur da und dort hat ein Berggipfel daraus rausgeschaut. Es ist den Kindern vorgekommen, als ob sie direkt in die Sonne hineinfliegen täten. Selbst sind sie natürlich nicht. Auf das Mal hat der Maurus gerufen: Schau mal, Madeleine! Dort ist der Kirchenturm von Bellavarda. Und direkt neben unser Haus. Nicht weit vom Haus weg konnte der Pilot landen. Der Papa und die Mama von Maurus sind springen gekommen. Und natürlich hatten sie eine riesige Freude gehabt, dass alles doch noch so gut abgelaufen ist. Dann ist die Mama geschwind in die Küche und hat auch zünftige Äpfelwehen gebacken. Der Pilot musste auch ein Stück nehmen, bevor er wieder zurückgeflogen ist. Aber die anderen, der Onkel Tim und Marlene, der Papa und die Mama und der Maurus, sind noch lange am Tisch gesessen. Sie haben sich die Wehen schmecken lassen und natürlich haben sie erzählt, was sie alles erlebt haben. Sogar seinen Traum vom Goldgräber Toni und vom Silber Silvio hat der Maurus am Schluss auch noch erzählt. Drei Tage später mussten Madeleine und der Onkel Tim wieder zurück auf Zürich. Dermal haben sie das Postauto genommen, das ist ja klar. Nochmal drei Tage später hat der Briefträger eine Karte gebracht. Sie ist von der Madeleine. Ich habe es noch halb gedacht. Was schreibt sie? Soll er sie vorlesen? Wenn du willst. Lieber Maurus, wir sind gut angekommen. Wir danken dir und deinen Eltern tausendmal für alles. Viele liebe Grüße, deine Cousine, Madeleine.